Hallo Menschen, etwas verspätet mache ich mich auch noch an die Bücher für den Deutschen Buchpreis 2015, allerdings an einen Roman, der jetzt gar nicht auf der Shortlist gelandet ist, das heißt aus dem Rennen um den Preis eigentlich schon raus ist, mich aber einfach mehr interessiert hat als die meisten, die auf der Shortlist gelandet sind. Die Rede ist von Der Fuchs und Dr. Shimamura von Christine Wunicke. Unser Protagonist ist eben ein japanischer Neurologe, besagter Dr. Shimamura, dessen Leben wir so ungefähr zwischen 1890 und 1925 folgen. Zu Beginn seiner Karriere wird er in die japanische Provinz geschickt, um dort Fälle der sogenannten Fuchstollheit zu untersuchen. Das ähnelt prinzipiell eigentlich auch so unserer europäischen Besessenheit, die es so gibt, und dementsprechend stellen sich viele Fälle einfach nur als Epilepsie oder sogar nur Nachahmerei heraus. Das Ganze ist aber halt stark von so mystischen Theorien umwoben, also ähnlich wie bei uns, dass es da halt auch Exorzisten gibt, die diesen Fuchs, der die Frauen befällt, meist Frauen, in ein sogenanntes Gefäß, einen anderen Menschen übersiedelt, und dahinter stehen halt auch so viele japanische Fuchsgottheiten. Am Ende seiner Reise durch diese Provinz hat er allerdings nochmal einen besonders schwierigen Fall, im Laufe dessen auch der ihn begleitende Student plötzlich verschwindet und/oder umkommt und sich so Mythos und Wirklichkeit zunehmend durchmischen. Er flieht dann fast schon so von der Szenerie, sagt einfach, ja, die ist hysterisch, und haut dank eines Stipendiums nach Europa ab. Dort beginnt dann quasi so der zweite Teil seines Lebens so ein bisschen, indem er sich bei verschiedenen Ärzten und teilweise aber auch so Scharlatanen in Paris, Berlin und Wien aufhält. Und hier lernen wir halt auch so viel über die Anfänge der Psychoanalyse, auch der Hypnose, verschiedene Hirnexperimente und dergleichen. Dieser Roman fühlt sich erstaunlich japanisch an, wenn man bedenkt, dass er ja von einer jungen deutschen Autorin geschrieben wurde. Ich muss zugeben, ich bin mir nicht so ganz sicher, was ich davon halten soll, wenn sich Autoren halt so anderen Kulturen zuwenden und die Geschichte dieser Länder erzählen. Ich glaube, ich mag das im Allgemeinen lieber, wenn das halt ein Autor aus dem Land tut, aber sie hat das wirklich gut gemacht. Es geht dann auch gerade in Europa auch viel so um kulturelle Missverständnisse und Enttäuschungen. Also Shimamura kommt nach Europa so mit dem Gedanken, ja, die sind schon so weit mit ihren neurologischen Erkenntnissen, und wird eigentlich immer wieder enttäuscht, und eigentlich probieren die einfach auch nur und Trial und Error mäßig herum. Das Ganze entwickelt dann einen schönen, meiner Meinung nach auch eher unaufdringlichen Humor. Es gibt immer mal wieder einfach Stellen, die mich zum Schmunzeln gebracht haben. Eine möchte ich für euch kurz vorlesen. Shimamura wird von seinem Lehrer wiederum so eine Mappe mit japanischen Holzstichen mitgegeben, die also die Fuchstollheit, aber auf eine sehr sexuelle Art und Weise behandeln. Und das war eher so ein Scherz zwischen den beiden. Also die haben das nicht ernst gemeint. Die haben gesagt, ja, wenn du nicht klarkommst, dann zeig mal die Mappe. Vielleicht bricht es so ein bisschen die erste Hürde und man kommt ins Gespräch oder so. Und er landet zuerst in Frankreich, wo niemand Deutsch spricht, was die einzige Sprache ist, die er außer Japanisch besonders gut beherrscht. Was steht hier? Bereits am ersten Tag und viele weitere folgten, ergaben sich Radebrechereien auf Lateinisch, die auf allen Seiten so verzweiflungsvoll verliefen, dass Shimamura darauf und dran war, seine Fuchspornografie auf den Tisch zu werfen und auf Japanisch Hilfe zu rufen. Stattdessen verneigte er sich und lief davon. Und auch noch in dieser Anfangszeit steht dann immer, irgendjemand sagte Chinois, also Chinese, zu ihm, und Shimamura entgegnete, weil er sonst nichts wusste, Merci. So ein kleiner Humor, aber dazwischen, den fand ich eigentlich ganz angenehm. Die Sprache ist nicht schlicht, aber vielleicht auch einfach durch die Länge des ganzen Buches wirkt das Ganze schon recht reduziert und kompakt. Also es ist wirklich nichts drin, wo man jetzt so dachte, oh, warum ist das Kapitel jetzt mit eingeführt, sondern ist alles schön auf den Punkt gebracht. Wir haben eigentlich keine sehr, sehr blumigen Formulierungen, aber es entwickelt so einen gewissen Charme, vor allem wenn sich Fantasie und Realität zunehmend durchmischen. Diese Momente beschreibt sie eigentlich sehr gut, sehr stimmungsvoll. Eventuell ist es dann manchmal sogar so ein bisschen tragikomisch, aber auf jeden Fall immer unterhaltsam. Vor allem auch dann so der dritte Teil seines Lebens, den ich bisher noch nicht so beschrieben hatte. Er leidet wohl anscheinend unter Schwindsucht, ist auf jeden Fall immer sehr, sehr fiebrig und hat gleich vier Pflegerinnen gleichzeitig, nämlich seine Frau, seine Mutter, seine Schwiegermutter und so eine Art Hausmagd, die ihn alle so ein bisschen umpflegen. Allerdings nimmt das manchmal amüsante Ausmaße an, wie diese Personen sich arrangieren, obwohl sie sich vielleicht gar nicht wirklich arrangieren wollen, aber halt alle so ein bisschen um den Shimamura herumtänzeln. Also gar nicht unbedingt immer liebevoll, aber manchmal schon. Und das ist eigentlich eine recht amüsante Erzählung dieses Frauenhaushalts mit diesem einen Mann darin. Letztlich kann ich sagen, es ist ein guter Roman, wobei
ich zugeben muss, dass mir so der letzte Funke gefehlt hat, um mich wirklich zu begeistern. Also, er ist empfehlenswert, er ist gut geschrieben, er ist auch irgendwie mal was anderes, weil selbst wenn die Psychoanalyse behandelt wird, die es ja wirklich schon in mehreren Büchern gibt, tut es das auf eine ganz interessante Art und Weise, auch dadurch, dass man halt so die japanische Mythologie ein bisschen mit drin hat. Im Großen und Ganzen würde ich es aber vor allem für diejenigen empfehlen, die sich wirklich für Japan, für Mythologie, für Psychoanalyse interessieren, weil alle anderen würden vielleicht eher so damit herausgehen, naja, was hat mir der Roman jetzt gegeben? Denn es erzählt halt diesen Abschnitt seines Lebens, konzentriert sich auf diese Figur hauptsächlich und war aber wirklich gut geschrieben. Und insofern für die besagte Gruppe an Menschen ist es wirklich empfehlenswert. Falls ihr diesen Roman oder etwas anderes vom Deutschen Buchpreis gelesen habt, bin ich immer interessiert an eurer Meinung. Ich glaube, ich werde maximal noch eines der Deutschen Buchpreis-Nominierten jetzt im Hardcover lesen, denn das geht ja doch ein bisschen ins Geld. Ach, übrigens, das hier ist mit seinen 140 Seiten für 20 Euro auch nicht gerade das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Aber wie gesagt, ich fand schon, dass es sich eigentlich gelohnt hat. Ich glaube aber für die Zukunft werde ich dann doch lieber auf die Taschenbuchausgaben warten. Das geht nämlich dann doch ganz schön ins Geld, wenn man die komplette Liste durchgeht. Und dann danke ich euch erstmal fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal.